Also, unser Bär hat im Rahmen eines Herzinfarktes einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten und die Herz-Lungen-Wiederbelebung kann ihm das Leben retten, kann eine lebenserhaltende Maßnahme sein. Und dabei wird das Herz zwischen Brustbein und der Brustwirbelsäule zusammengepresst. In einem Rhythmus von 100 bis 120 Schlägen pro Minute muss es zusammengepresst werden, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten und das Gehirn weiter mit Sauerstoff zu versorgen. Und es wird im Wechsel mit zwei Beatmungen gemacht. Und dann kommen wieder 30 Kompressionen. Und das machen wir so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft. Machen wir mal kurz das Thema akutes Abdomen. Was macht ihr mit dem Patienten? Knierolle. Eine Knierolle machen. Mach mal vor. Genau, ich lege das mal nur in den Kopf, dass es ein bisschen bequemer ist. So, und dann winken wir jetzt mal deine Beine an, nimmst du das andere. Also wir winken deine Beine ein bisschen an. Wir halten das jetzt einfach ein bisschen so und dann vielleicht wird es dann mit den Schmerzen ein bisschen besser, okay? Ja. Ich genieße es hier herzukommen, weil wir viel lachen können und auch weil wir nicht immer, aber sehr oft zusammen essen können, was hier auch wundervoll wird. Zusammenhalt in der Gruppe und auch die Freunde, die man hier hat. Also man hat viele neue Freunde hier kennengelernt, die man davor nicht kannte, die man jetzt durch der Kack kennengelernt hat eben. Und auch, dass man alte Freunde immer wieder sieht, die man sonst nicht sehen würde, weil sie auf eine andere Schule gehen oder so. Vor allem die Wettbewerbe, wenn man dann für 3 Tage unterwegs ist und dann halt und auch woanders schläft, in der Turnhalle oder so, dann alle zusammen sind und dann abends irgendwie alle noch zusammen hocken, manchmal auch am Lagerfeuer oder so. Und dass man da dann die Zeiten eben zusammen verbringt.